So, das ist jetzt Premiere. Cooper hat einen Friseurtermin. Ja, ich weiß. Und du hast jetzt keinen Termin frei? Und da er ein junger Bub ist, hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und jetzt hau ich erstmal ab. Genau, ein Versuch ist es wert. Ne? Ja. Ganz ein neuer Raum. Ganz ein neuer Raum hier. Oh! Da weint einer. Großer Mann. Ja. Oh, was war's? Dann gehen wir auf die Tanzfläche. Dann machen wir das so. Ja. Gehen wir tanzen, wir zwei. Der Sperrmüll muss da raus. Ja. Der hat keine Zeit. Und die Betonfüßchen. Kupi. Cooper. Cooper will übrigens immer geküsst werden. Okay, also dann knutschen wir erstmal eine Runde. Ja. Also erstmal küssen, weil sonst geht bei Cooper nämlich gar nichts. Ne? Weil der muss viel geküsst werden, am liebsten Bauchi natürlich. Aber mit Schnecken und Gedöns ist das auch nicht so schön. Nee, hat so einen komischen Beigeschmack. Ja. Ja, und unser Engelchen ist ja ein richtiger Shaggy. Und der wird der Bärbel in Zukunft noch ganz viel Freude machen. Wie gesagt, er ist ja jetzt 6 Monate und das ist sein erster Termin. Aber früh gefreit, nie gereut, oder wie heißt so ein komisches Sprichwort? Er lässt sich ja bürsteln, aber eben nicht lange, weil man ist ja noch verspielt und findet das überhaupt nicht witzig. Aber wie man sieht, die Bärbel macht das einfach grandios. Ich glaube auch nicht, dass es viele Katzen gibt, die mit 6 Monaten schon ihren eigenen Friseur haben. Das sage ich, das maße ich mir jetzt einfach mal an. Ne, aber was eine feine Stadtkatze werden will, in einem verlotterten Katzenhaushalt, der muss halt gekämmt werden. Ne? Weil die Oma halt lieber dabei steht und lässt arbeiten und filmt schön. Gell, Cooper? Ja. Ne? Jetzt aber das blöde Spray-Ding. Und er wird ruhiger, wie man sieht. Es ist auch mal ganz schön zu beobachten, wie so Jungkätzchen, die verspielt sind und eigentlich Angst haben vor Fremden, die dann plötzlich ganz ruhig werden und eigentlich auch kein Problem mehr haben. Also ich kann das immer nur wieder betonen, was ich heute auch wieder in einem Forum geschrieben habe. Katzen trimmen, einkürzen und scheren und so. Das kann nicht Sinn der Sache sein, wenn man sich für Semi-Langhaar- oder Langhaarkatzen entscheidet. Und wie gesagt, wenn man selber nicht die Zeit und die Muße hat, dann sollte man das professionell machen lassen. Gibt auch noch ein bisschen Spaß, wie man bei unseren Videos immer sieht. Und Bärbel und ich, wir werden das jetzt auch wirklich in München professionell machen. Das ist schon mal, das ist keine Drohung, das ist eine Ankündigung. Das ist eine Erleichterung für die Münchner Katzen und Umgebung. Und wenn man sein Tier wirklich liebt, dann sollte man echt mit Bärbel Kontakt aufnehmen, weil wenn man das regelmäßig macht, so wie wir hier, und heute hatten wir einen Glückstag, die 3 Großen sind schon durch. Es war alles, sag ich mal, eine Viertelstundensache oder 20 Minuten pro Katze. Und es ist wirklich für das Tier am angenehmsten, anstatt es vielleicht in Narkose zu setzen, wo dann mehrere Schnittwunden passieren, weil Tierärzte können nicht kämmen und nicht scheren. Sie machen das einfach, weil der Kunde kommt und sagt, meine Katze ist verfilzt. Und sie nehmen dann 60 oder 70 Euro. Und das Tier ist danach total verschüchtert und auch noch massakriert. Also nichts gegen Tierärzte, aber Tierärzte sind eben keine Menschen, die Katzen kämmen. Mit Liebe und mit Ausdauer. Und ich mache das eigentlich bei Cooper und Zeus folgt dann noch, mache ich das auch. Und sie sind auch sehr niedlich, aber ich muss mich auch nicht rechtfertigen, ich habe das erklärt. Ich arbeite sehr viel und habe die Bärbel vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Und jetzt hat sie bei mir also einen 6-Katzen-Haushalt, wovon heute 5 einen Termin haben. genau. Unser Fufu, der Dreckbär, der muss leider auf Hunde aufpassen.
Und jetzt kommt ein bisschen die Schermaschine, wahrscheinlich ein bisschen für den Popo, den wir ein bisschen einkürzen, weil er sehr viel Wolle hat.